Skyline, Freunde, und willkommen hier zu City Skyline USA zu Part 9. Mein Name ist Patrick Unterstrich Gamer Unterstrich 02 und ihr habt euch richtig entschieden. So, machen wir eben hier das Gebiet weg. So. Industriegebiet bauen wir hier hin. Eins. Können wir auch hier hin machen. Und dann passt das schon. Was denn hier so? So. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier die Rohre verlegen für die Wasserleitungen. Okay, dann haben wir das auch erledigt. So, und dann geht's los. Größer. Dann werden wir mal eine U-Bahn verlegen.
Dann verbinden wir die schon mal. Genau. Dann haben wir eine perfekte U-Bahn-Linie. Hier fehlen noch zwei. Dann machen wir eine 3. Ja, es passt. Die Haltestellen passen. So, dann werden wir mal eben hier. Level 10. Lassen wir den Meteoranschlag hier vorne geschehen. Lassen wir mal die Zeit laufen. Astrologists report that a devastating meteor will strike the city in the near future. Residents should seek shelter immediately if any is available. Die Stadt sofort evakuieren.
So. Dann brauchen wir. Meine Fresse, immer auf den Samstag. Genau, da brauchen wir jetzt. Nee, hier. Gesundheitswesen. Dann brauchen wir Krankenhäuser. So, ja, wir könnten hier auch noch ein Krankenhaus hinbauen. Was wir auf jeden Fall brauchen, sind Altersheime. Ach, ist da einer wieder mit einem Freischneider unterwegs draußen. Haha. Kinderkrankenhaus. Ja, warum bauen wir auch hier Kinderkrankenhäuser ein? Wir wollen ja für die Kleinen ja nicht so gemein sein. Friedhof. Sauna. So, was haben wir jetzt hier noch? Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Davon werden wir mal ein paar Stück bauen. Öffentliches Schwimmbad. Okay, so. Grundschule. Jetzt kommt die Grundschule von Springfield.
Da müssen wir auch viele Grundschulen bauen hier. Nee, das ist kein Freischneider, das ist Gebläse. Und ein Freischneider. Oberschule. Ja. Universität, ja, ganz wichtig. Öffentliche Bibliothek. Davon bauen wir nur zwei. Geheimdienst. Allgemeines Krankenhaus. Medizinisches Labor. So. Und jetzt kommt's. Jetzt bauen wir die Polizeiwachen, Gefängnis, Schutzbunker, alles was wir brauchen. Gefängnis. Ja, da habe ich mir, ja, gut. Da habe ich mir was Gutes überlegt. Ja, das Gefängnis, ja. Da habe ich mir echt was überlegt. Wir bauen hier unsere eigene Festung. Drak. Da bauen wir unser Knast hin auf einer einsamen Insel. So, aber trotzdem kommt hier ein Knast hin.
was haben wir denn da? Ja. Hier ist die Feuerwehr. So, und jetzt das Allerwichtigste. Erstmal eine schöne große Antenne. Die bauen wir hier hin. Erdbeben-Sensor. Tsunami. Ja, Katastrophenschutz brauchen wir ganz dringend. Deswegen haben wir jetzt die Schienen da weggenommen. Aber keine Sorge, die Schienen kommen sofort wieder. Transport, U-Bahn, Zug. So. Ja, wie gesagt, wir brauchen noch für Katastrophenschutz Bunker. Ja, hier noch ein. Und hier. Dann ist die Stadt auch gesichert. So. Okay. Dann brauchen wir noch Müll.
So, ja, hier. Ja, ist ja für so ein Recycling. Wie lange da jetzt braucht der Meteoreinschlag? So, der braucht Strom. Das ist eigentlich nicht üblich, weil da unten läuft eine Stromleitung lang. So. Dann sollen die das jetzt hier erstmal machen. Ja, aber ich muss sagen, so ist die Bahnstrecke schon gut gelungen. Die Stadt muss evakuiert werden. Wegen Meteoreinschlag. Der Größe 10,0. Steht kurz davor, die Stadt zu treffen. Ja, unsere geliebte Stadt. Unsere geliebte Stadt zu treffen. Das geht mal gar nicht. So, steuern. Da, der kommt. Der kommt, der kommt. Achtung, Einschlag, Einschlag, Einschlag. Boom. A meteor strike has occurred. Avoid the impact site and head to shelter if any is available. Tsunami-Warnung, Tsunami-Warnung. Alle bleiben in ihren Schutzbunkern. Alle bleiben in ihren Schutzbunkern. Achtung, Tsunami-Warnung, Tsunami-Warnung, Achtung, Tsunami-Warnung.
ich das mal an. Wie kein Strom. Weil dann müssen die ja genug Strom kriegen. Genau. Ach, ein Wellenbrecher. Und dann werden wir jetzt mal hier das Industriegebiet bauen. The Coast Guard is warning of a tsunami approaching the area. Residents should avoid roads and waterfronts. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Alle zurück in die Bunkern. Alle sofort zurück in die Bunkern. Alle sofort zurück in die Bunkern. Tsunami-Warnung. Oh oh. Ah, das wird jetzt nicht schön ausgehen für die Stadt.
Scheiße, eine Tsunami-Warnung. Oh oh. Ja, wir können ja zu lange trotzdem weiterbauen. Bis sie kommt, die Bälle. So. Ja, mittelgroße, ja genau. Dann kommt hier ein Bahnhof hin, ein Güterbahnhof. Kommt die denn die Welle? So. Dann machen wir jetzt hier raus in das Industriegebiet. Wir machen mal eben kurz eine 5 Minuten Pause. So, da bin ich schon wieder.
So, dann machen wir jetzt hier das Industriegebiet fertig. Ja, jetzt kann ja auch kein Wasser kommen, weil ich habe ja noch kein Wasser angebaut hier. Dann brauchen wir jetzt hier ein Holzlager noch. The Coast Guard is warning of a tsunami approaching the area. Residents should avoid roads and waterfronts. Die müssen jetzt langsam kommen. Boah, der Tunnel ist ja immer überflutet, immer noch. Ja, einfach mal abwarten. Wir machen mal hier eben die Stadt fertig, das Industriegebiet. So, dann brauchen wir hier auf jeden Fall einmal die Feuerwehr und die Polizei. Falls mal hier ein Waldbrand ausbricht. Straßenzustand, die Straßenmeisterei, die brauchen wir natürlich auch noch. Wo bleibt denn die Tsunami-Warnung?
So. Da brauchen wir nur noch hier Strom. The Coast Guard is warning of a tsunami approaching the area. Residents should avoid roads and waterfronts. Ja, wann denn? Ich warte. Da, jetzt. Achtung, Achtung. Tsunami-Warnung. Tsunami trifft die Stadt. Tsunami trifft die Stadt. Achtung, Achtung. Da kommt die Flutwelle. Da kommt die Flutwelle. Alle in ihren Schutzbunkern. Alle sofort in ihren Schutzbunkern. Da kommt sie, ich sehe sie schon. Auch nicht. Doch, das ist die. Das ist die. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Achtung, Achtung! The Coast Guard is warning of a tsunami approaching the area. Da kommt die Flutwelle, da kommt die Flutwelle. Achtung, Achtung, da kommt die Flutwelle. Da kommt die Flutwelle, ja, da kommt die Flutwelle. Oh, oh, oh. Was habe ich da nur angestellt? Alle in ihre Bunkern, alle in ihre Bunkern. Alle, die jetzt nicht in ihrem Bunker sind, ihr ertränkt, ihr ertränkt. Achtung! Achtung! The Coast Guard is warning of a tsunami approaching the area. Ja, Residents should avoid roads and waterfronts. Hat hier schon getroffen. Tsunami hat die Stadt getroffen. Tsunami hat die Stadt getroffen. Der Tsunami hat die Stadt getroffen. Tsunami has struck the city. Take caution and avoid roads and waterfronts until the water recedes. Achtung, Achtung, Tsunami-Warnung. Oh oh, oh oh, oh oh. Boah, das Gebäude ist komplett unter Wasser.
Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. A tsunami has struck the city. Take caution and avoid roads and waterfronts until the Ach water du recedes. Scheiße. Eine Katastrophe ist hier über unsere Stadt hereingebrochen. Ach. Du Scheiße. Oje, oje, oje. Oje. Oh je, was machen wir denn da? Oh je, oh je. Und das nimmt doch kein Ende. A tsunami has struck the city. Take caution and avoid roads and waterfronts until the water recedes. Oh je. Oh je, oh je. Die halbe Stadt ist zerstört. Holt sofort die Nationalgarde! Holt sofort die Nationalgarde! Wir müssen gucken nach Überlebenden. Wir müssen sofort gucken. Holt alle verfügbaren Einheiten. Alle verfügbaren Einheiten. A tsunami has struck the city. Take caution and avoid roads and waterfronts until the water recedes. Ja, wir müssen jetzt einfach warten, bis das Wasser abgelaufen ist. Es ist eine Katastrophe. Ach du Scheiße. A tsunami has struck the city. Take caution and avoid roads and waterfronts until the water recedes.
wir haben ja. Uiu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 
zerstört. So, die Leute können aus ihren Bunkern wieder raus. Entwarnung. Oh mein Gott. A tsunami has struck the city. Take caution and avoid roads and waterfronts until the water recedes. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja gut, dann sage ich mal bis später.